Mein Name ist Schriever von der Polizeiinspektion 2 hier in Köln-Sülz. Um 2.45 Uhr haben wir Hinweise aus der Bevölkerung bekommen, dass es hier zu einem Knallgeräusch gekommen ist, einem sehr lauten. Und augenscheinlich ist es hier zu einem Geldautomaten-Explosion gekommen. Vom Tatort ist laut Zeugen ein Fahrzeug flüchtig, was nicht näher beschrieben werden kann. Umliegende Fahrzeuge sind beschädigt worden und in der Bank sind diverse Gebäudeschäden an Decken und Wänden entstanden und auch der Geldautomat wurde dabei beschädigt. Was sind hier die Maßnahmen von der Polizei an der Einsatzstelle? Die Maßnahmen waren umfangreiche Warnungsmaßnahmen im Bereich, inklusive Einsatz eines Hubschraubers, die dann nach einer gewissen Zeit eingestellt wurden. Und zurzeit findet hier eine umfangreiche Spurensicherung statt, die noch einige Zeit andauern wird.